Willkommen hier zum Teil 6 Midgard, das Fantasy-Rollenspiel, erste Edition. Und warum mache ich das in dieser epischen Breite? Ich habe es in der letzten Folge am Ende schon mal so erwähnt. Ich möchte es gerne so machen und man muss auch sagen, das ist das erste deutsche Rollenspiel und das soll nicht nur so husch husch drüber weggebügelt werden. Aber ich habe auch schon gesagt, ich werde noch mal ein 15-Minuten-Video machen für Eilige. Ich meine, dass ich das hier ankündige, macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil ihr habt dann schon die ganzen Videos gesehen. Also ich glaube nicht, dass einer mit Video 6 einsteigt. Außer der Titel ist so gut, dass ihr sagt, ja, da gucke ich mal rein. Ja, die ersten 5 haben mir nicht gefallen, aber da gucke ich jetzt rein. Schluck Kaffee. So. Eieiei, also hier in diesem Erweiterungsheft war schon mal sehr viel Tolles dabei. Also in der Folge vorher, wie gesagt, falls ihr es verpasst habt, schaut mal rein. Die Berufe. Ein Traum. Also ich denke, ich werde die auch benutzen jetzt für Midgard 5. Dann die Zauberbücher und so, da waren und Zauberstäbe, da sind schöne Ideen dabei, die man heute ein bisschen angepasst sehr gut benutzen kann. An die ich halt irgendwie überhaupt nicht mehr gedacht habe. Für alle älteren Midgard-Spieler und Spielleiter und so weiter war das wahrscheinlich nichts Neues. Für mich ist es ja in dem Sinn auch nichts Neues, aber es hat sich wieder mal in mein Gedächtnis zurückgeholt. Das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, was da so in der letzten Folge los war. Jetzt kommen wir zum Kapitel Nichtspielerfiguren. Wichtig ist, dass hier die Bezeichnung Nichtspielerfiguren anders ist als heute. Früher waren Nichtspielerfiguren auch Gegner, also Monster und so. Heute sind ja Nichtspielerfiguren eigentlich eher irgendwelche Charaktere, die mit den Spielern interagieren, ja, die in der Welt existieren, die eher freundlich sind, aber auch natürlich Antagonisten sein können, oder Gegenspieler sein können, aber es nicht unbedingt sind. Und so Monster und so, die sind eigentlich keine Nichtspielerfiguren mehr. In der Regel sagt man dann auch heute eher Meisterfiguren oder sowas. Keine Ahnung. Und damals war das alles so ein bisschen eins, ne? Also alles, was der Spielleiter macht, das sind Nichtspielerfiguren, fertig. Ja, und hier geht es jetzt darum, wie man die erstellen kann, wie man vor allem als Begleiter sind, ist es ein Thema. Da wird nochmal drauf eingegangen, wie die vor allem auch wertetechnisch einzuschätzen sind. Ja, also wie man hier sowas, hier sind so Beispielpriester, Beispielpriester-Schüler und so weiter. Also das ist eigentlich so eine leichte Form von so einem Menschenbestiarium, sage ich jetzt mal. Wie viele Waffenfertigkeiten so ein Mensch hat, wenn er ein Krieger ist und wenn er das ist und wenn er das ist. Naja, das sind Dinge, die ich persönlich jetzt nicht brauche. Es gibt sicher Leute, die es brauchen. Also wenn ihr sowas gerne nutzt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Also ich meine, ich rede jetzt auch davon in dieser Breite, ne? Hier wird ja jetzt auch alles ausgerollt, ne? Wie sie agieren, wie viele Fertigkeiten sie haben, wie viele Waffenfertigkeiten sie haben, wie man sie steigern kann, wie man sie zaubertechnisch bearbeiten kann und so weiter. Würde mich mal interessieren, also wenn ihr das in dieser epischen Breite benutzt, na, dann schreibt es gerne mal rein, also ob ihr eure Nichtspielerfiguren teilweise so behandelt wie Spielerfiguren oder nur ausgewählte, wahrscheinlich eher nur ausgewählte, lange Begleiter, die mit den Spielern einfach aufsteigen. Verhalten von Spielerfiguren auch mit Würfeltabellen, ob man, also das sind jetzt keine, das sind jetzt nur so Beispieltabellen. Es ist nicht so, dass euch jetzt hier alles abgenommen wird. Hier gibt es nur ein paar Einzeltabellen für den Händler und so ein Kram. Ob er zustimmt oder nicht. Heute gibt es das ja eher mit Feilschen. Also das geht eher von den Spielern aus, ne? Also die haben dann die Idee. Hier ist jetzt von der Nichtspielerfigur aus gedacht, ob sie Interesse hat, was zu kaufen oder zu tun und so weiter und so fort. Was hier jetzt auf jeden Fall dazu kommt, was ich auch sehr gut finde, ist Kampfmoral. Da habe ich auch bisher sehr wenig mitgemacht. Das habe ich alles so ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt. Aber ich glaube, ich werde damit auch mal ein bisschen experimentieren.
das mal zu benutzen. So die Kampfmoral, so auch streng nach Würfeln. Also, dass ich als Spielleiter mich da auch ein bisschen rausziehe und sage, nee, ich bin nicht dafür verantwortlich, das machen die Würfel. Kampfmoral von Gruppen. Hier wird jetzt also beschrieben, was es für verschiedene Wesen gibt. Und achso, ich kann euch jetzt schon sagen, bleibt unbedingt dran. Hier kommt nämlich noch ein Knaller dazu. Also direkt in der ersten Edition von Midgard auch noch ein Knaller. Den, ja, für mich so ein kleiner Knaller. Hatte ich nicht gedacht, dass das in der ersten Edition alles schon so drin ist. Kampfmoral ist ja auch bis heute noch so irgendwie drin. Bei Midgard 5 kann ich mich nicht mehr so dran erinnern. Bei Midgard 4 auf jeden Fall. Und hier sind halt jetzt so ein paar einschneidende Erlebnisse aufgelistet, die dazu führen können, dass die Kampfmoral der gegnerischen Truppe geprüft wird. Also ein großer Gegner fällt, der Anführer ist total erschöpft, zum ersten Mal stirbt überhaupt jemand und dann wird halt immer geprüft, ob der Trupp auseinanderfällt oder nicht. Finde ich eigentlich ganz nice. Hier haben wir so eine Liste und die sieht jetzt auch wieder komplizierter aus, als es ist. Es ist eigentlich alles so. Es ist alles, sieht alles sehr kompliziert aus, aber es ist alles eigentlich schon recht elegant. Ihr habt halt für verschiedene Wesen einen Wert. Der höchste ist 20 und der niedrigste hier in dem Fall ist 6. Für einen Bauernhaufen, der kampfunwillig ist. Und ihr müsst diesen Wert überwürfeln. Ja? Und es ist jetzt so. Zum Beispiel hier, Echsenmenschen haben eine 19. So, jetzt geht der Kampf los. Das muss man halt als Spielleiter irgendwie nebenbei noch so mitschreiben. Ich denke, das geht. Wir haben jetzt, sagen wir mal, die Echsenmenschen haben 19. So, jetzt passiert in der ersten Runde das, dass ein Echsenmensch stirbt. Jetzt sinkt, also jetzt kommt die Prüfung auf 19. Also ihr könnt also nur bei einer 19 oder 20, ich glaube 19 reicht auch. 19 oder 20, also könnt ihr. Oder fallen die auseinander, ne, mit dem 20-seitigen Würfel und laufen weg. Aber dann sinkt dieser Wert um einen Punkt. So, dann geht der Kampf weiter. In der zweiten Runde passiert nichts. In der dritten Runde stirbt der Anführer. Ja, wieder eine Probe auf den Wert, der jetzt nicht mehr 19 ist, sondern 18. Ja, Gruppe hält, ja, aber der Moralwert geht wieder runter, ja, und so weiter und so fort. Also das heißt, im Verlauf des Spiels kann es sein, dass nach 5, 6 Runden der Moralwert so gesunken ist, dass sie einfach zusammenbrechen und weglaufen. Finde ich eine schöne Idee. Generell, ne? Ist natürlich nicht das Rad neu erfunden, aber ich versetze mich in diese Zeit hinein und da war das wahrscheinlich auf jeden Fall, ne, weiß ich nicht, ob das zu der Zeit State of the Art war. Oder ob das in der Präzision von Midgard ausgeführt wurde und so weiter und so fort. Ja, Moralwert Fanatiker 23. Ja, ja und diese Übersicht hier, die reicht voll und ganz. Ja, mehr brauchen wir dafür nicht. Eine Räuberbande, Bauernhaufen, Elite, Heereseinheit, Vogelmenschen, Halblinge, das ist alles dabei. Dunkelzwerge. Und wenn man halt. Wenn man halt was Neues hat, dann kann man das hiervon ableiten. Wunderbar. Also werde ich vielleicht auch mal in einem Kampf einsetzen. Das sind halt Dinge, das sind Werkzeuge, die man jetzt an die Hand kriegt, die man einsetzen kann, aber wie gesagt, nicht muss. Das ist ja klar. Wunderbar. Natürlich jetzt noch, was passiert, wenn man mit einem kritischen Patzer würfelt und so weiter und so fort. Okay. Versuchungen. Ja. Nicht nur Geld und Gold, es können auch andere Versuchungen sein. Da kommt dann die Selbstbeherrschung ins Spiel, die ja heute schon wieder raus ist aus dem Spiel. Kaum 40 Jahre später fliegt die raus. Naja. Na, die ist ja aber mit Midgard 5 rausgeflogen. Früher wurde unterschieden zwischen Willenskraft und Selbstbeherrschung. Das ist rausgeflogen. Bild optimal. Ja, wunderbar. Gefällt mir sehr gut. Der junge Mann da mit seinem Dolch auf dem Sockel. So, Kapitel 2 Abenteuer. Puh. Mein Handy sagt mir, dass der Akku fast leer ist. Sehr gut. Da bin ich froh, dass das Handy mich darüber informiert. Das können wir übrigens alles ausmachen. Jawohl. Kapitel 13 ist Abenteuer. Abenteuer 2. Also das ist einfach nur
Wir schreiben oder wir erklären den Spielern, wie man Abenteuer schreiben kann. Haben wir ja auch im ersten Heft schon gehabt. Aber hier nochmal in Bezug auf drei Abenteuer, die es schon gibt. Das Hügelgrab bei Kertalach, wahrscheinlich ein legendäres Midgard-Abenteuer, unter den Nebelgebirge und aus dem Szenarienheft hier noch. Naja, und hier wird jetzt drauf eingegangen, wie man so ein Abenteuer erstellt, einen Schauplatz, Spezialeffekte und so weiter und so fort. Alles das, was wir auch aus dem Kompendium kennen. Midgard Kompendium, natürlich im Kompendium mit noch mehr Erfahrung einfach auch. So, jetzt kommt Kampf 2. Das ist auch das einzige Kapitel, das die Spieler neben den Berufen sich angucken sollen, laut Einleitungstext. Der Rest ist alles nur für den Spielleiter. Das ist Kampf 2. Hier kommen jetzt zwei Dinge dazu. Reiterkampf, den kann man aber vernachlässigen. Der ist, obwohl, er ist hier noch ein bisschen umständlicher. Muss ich noch mal genau reinlesen. Aber es sieht schon ein bisschen komplizierter aus. Er ist auf jeden Fall halt nicht nur einfach so, sondern hier gibt es ganz, ganz viele Sachen, die das nochmal so verbessern und mit Reaktionswert und Steigerung und was auch immer. Gute Pferde und was auch immer. Kampf des Reiters gegen Berittene. Also es ist nicht viel. Also ne, man kann jetzt nicht sagen, okay, ja, was heißt es nicht viel? Es sind schon ein paar Seiten. Aber wenn man sowas dann mal punktuell einsetzt, ne, dann ist das schon ganz interessant. Das darf dann halt nicht, das ist halt nichts, was man standardmäßig macht. Das ist halt was, was man auf einem Turnier macht oder was man mal in ein Abenteuer einbaut. Aber ich finde es, ja, keine Ahnung, muss ich mal reingucken. Und halt natürlich die Handgemenge-Geschichte. Das ist heute bei Midgard ja sowieso ein ganz großes Ding, weil oft Gegner keinen guten Handgemengewert haben. Oft haben auch Spielfiguren keinen guten Handgemengewert. Damit kann man auch oft nochmal Spieler auch mal so gezielt irgendwie rausnehmen oder Gegenspieler, wenn man dann ins Handgemenge geht. Vor allem, wenn man selbst dann ganz gut mit dem Dolch ist, den man natürlich einsetzen kann im Handgemenge. Ja, und hier kommen jetzt alle Regeln dazu, die wir heute auch so ein bisschen kennen. Natürlich sind sie heute viel, viel, viel kürzer geschrieben, viel, viel lockerer geregelt. Da merkt man halt, ne, wie mit diesen Sachen gearbeitet wurde. Ne, man kann alles immer noch machen, aber es ist heute viel eleganter, sag ich mal, einfacher. Braucht man alles nicht so genau. Festhalten, lösen und so weiter. Zaubern im Handgemenge, ja. Zaubern im Handgemenge. So, jetzt haben wir hier ein Kreaturenband. Und das ist auch riesig. Also, das ist wirklich toll. Wir haben es ja gesehen im ersten Heft, ne, da ist ja gar nichts drin. Also, das heißt, die Spielleiter haben alles irgendwie gemacht. Bei dem einen war es zu stark, bei dem anderen war es zu schwach. Würde ich mal so behaupten. Also ich überlege jetzt gerade, was für ein Feedback ist gekommen und was wurde dann im Endeffekt hier als Heft rausgebracht. Denn und ich kann mir gut vorstellen, dass halt viele Spieler da gesagt haben, ah, ich habe da meine Gruppe getötet, das war zu stark und das war zu schwach. Das muss so oft bei Jürgen eingegangen sein. Oder auch schon fix in seinem Kopf gewesen sein, dass man das besser einschätzen kann. Das ist dann hier, möchte ich gerade mal vorwegstellen, hier diese Liste der Kreaturen und ihre Stärke gibt. Also ihr habt, also das ist auch was, was heute mit Bestiarium dazugekommen ist. Also dieser Gedanke, dass man das so einschätzen kann als Spielleiter, was stark und was schwach ist und wie stark meine Gruppe ist, das ist hier schon drin. Das sind Service-Sonderdienstleistungen, die, also das ist Wahnsinn. Zum Beispiel hier, ein Halbling, ja, das ist ein blödes Beispiel, hier, Donnerechse, ja, Stufe 7 oder Grad 7.
die hat eine Stärke von 27. Und jetzt habe ich hier hinten eine Beschreibung, hier oben mit dieser Tabelle und hier unten, wie ich meine Figuren einschätzen muss von der Kampfkraft her. Und dann nehme ich die Gruppe, wie hier es jetzt beschrieben ist. Ich habe einen Krieger Grad 4, einen Krieger Grad 2, einen Abenteurer Grad 3, einen Priester Grad 4, noch einen Priester Grad 2 und einen Magier Grad 3. Und das ergibt dann anhand dieser kurzen Regel eine gewisse Punktzahl, hier in dem Fall 38. Und ich könnte sagen, okay, die Donnerechse mit 27, ja, ist leicht schwach. So, das heißt, die Donnerechse werden sie vermutlich auch schaffen. Es kann auch sein, dass dabei einer stirbt, natürlich. Aber ich könnte jetzt zu dieser Donnerechse noch irgendwie zwei Riesenameisen auftauchen lassen. Und dann wären die Gruppen wieder gleich stark. Also das finde ich halt erstaunlich, dass das damals schon so gedacht war, ne, oder gedacht wurde. Könnt ihr mir ja gerne mal sagen, wie das bei Dungeons and Dragons 1 war zum Beispiel? Das ist ja das Referenzwerk. Gab es da auch schon sowas, um das einzuschätzen? Oder ist das so eine deutsche Sache? Ne, kann ja auch sein, dass man sagt, ja, das ist so typisch deutsch, ne, dass man das genau einschätzen will mit Kennzahlen, oder ob das der Jürgen Franke wegen seiner Mathematikkenntnis gemacht hat, oder weil das Feedback halt kam, ich kann das so schlecht einschätzen. Ich gebe dem Vieh 2 Punkte mehr Schaden und dann zerlegt es die ganze Gruppe. Weiß ich nicht. Trink mal einen Schluck. Ja, vor allem, weil es ja dann im ersten Heft noch keine Wesen gab. Es gab vielleicht Abenteuer, wo ein paar Wesen drin waren. Das kann natürlich, das wird es auch natürlich sein. Also es wird ja auf Abenteuer Bezug genommen. Das heißt, Abenteuer gab es schon. Und davon haben die Spieler dann wahrscheinlich abgeleitet. Okay. Kreaturen. Widerstandskraft, Kraftakte. Jo. Hier, Verschiedenes. Hier wird schon direkt am Anfang, das ist auch eine schöne, elegante Sache, finde ich. Es wird gleich gesagt, wir regeln nur die Waffen und nicht die Sonderwaffen, die Körperteile, die Wesen haben. Also es wird jetzt ein Horn von einem Stier wird jetzt nicht anders bewertet wie ein Dolch oder so, keine Ahnung, ein Stoßspeer vielmehr. Und dann wird hier halt gesagt, was wo dazugehört. Das ist wichtig, weil zum Beispiel ein großer Schild kann Zweihandsachen irgendwie abwehren. Ein kleiner kann das nicht. Und wenn jetzt hier, sagen wir mal, ein Schwanzhieb von einem großen Vieh ist dann halt eher wie so eine Zweihandschlagwaffe, dann kann ich das mit einem kleinen Schild halt nicht gut abwehren. Also so. Ne, und das heißt, das ist wichtig. Dolchartige Waffen, ne? Tatze, Stachel, Klauen, Hauer, Dornen, ne? Ist klar. Also dadurch ist es auch relativ einfach dann, ne? Weil man sagt, okay, man gruppiert das einfach ein, fertig. Und hier wird jetzt, das finde ich auch nicht verkehrt, als gerade heute muss man es ja anders machen, früher diesen Gedanken zu sagen, ey, wir brauchen hier Bären und Großaffen und Kram, müssen wir nicht separat machen, da gibt es einen Text dazu und fertig. Ne? Dämonenartige Geisterwesen, also ich meine, das sind natürlich Sonderregeln, hier geht es ja nur um Sonderregeln, aber man muss ja eigentlich, man braucht ja eigentlich nur die Werte, ne? Man braucht da jetzt keine Erklärung zu groß. Außer sie haben spezielle Kampfweisen. Aber ich merke dann gerade, ja, stimmt, das ist ja Blödsinn, was ich sage, weil das hier sind ja nur die Zusatzregeln oder so, wie sie auch auf spezielle Sonderformen reagieren und von Zaubern und was auch immer. Naja. Was jetzt aber hier dazu kommt, ohne, so ganz unerwartet, das ist jetzt so ein bisschen der Knaller für mich gewesen auch noch, dass hier jetzt Menschenähnliche dazu kommen. Und zwar Dunkelzwerge, Elfen, Gnomen, Halblinge, Kobolde, Orks und normale Zwerge. Und damit kann ich mir dann halt auch einen Abenteurer erstellen, der ein Zwerg ist oder ein Elf. Ja, das ist ganz wichtig. Denn wir haben hier erstmal ein paar Einschätzungen. Ne? Wir haben hier Mindeststärke, Höchstgeschicklichkeit und so weiter.
Als Charakterklassen gibt es noch ein paar Sonderregeln hier. Es wird sogar, also es ist nicht nur ein Zufall, dass man das einfach benutzen kann, sondern es wird hier auch genau drauf eingegangen. Welche Charakterklassen bei welchem Volk zum Beispiel eher weniger vorkommen. Und man konnte Orks spielen. Ne? Das können wir heute ja auch nicht mehr, schon lange nicht mehr. Hier wird gesagt, Lebenspunkte, wie der Unterschied ist zu einem Menschen. Also es wird immer gesagt, man erstellt einen Menschen, ganz normal. Und dann fügt man dann anhand dieser Listen hier noch Dinge hinzu oder zieht Dinge ab. Ein Zwerg bekommt nochmal plus einen Lebenspunkt. Ich meine, das macht es jetzt nicht wirklich aus, ob der jetzt einen Lebenspunkt mehr hat. Ein Elf hat einen Lebenspunkt mehr. Weiß ich nicht. Rein rechnerisch wird es wahrscheinlich schon einen großen Unterschied machen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Oder es ist nur ein leichter Unterschied, um andere Nachteile auszugleichen, so ein bisschen. Naja. Ja, und dann hier Ausdauerpunkte, Fertigkeiten. Es wird hier erwähnt zum Beispiel, dass Elf, also das ist halt ein bisschen doof, Elfen besitzen bereits vier Fertigkeiten. Das steht dann später bei im Bestiarium bei den Elfen dabei, welche das sind. Die musste ich erstmal suchen. Aber das bedeutet, ein Elf hat von Anfang an vier Fertigkeiten. Das ist ein Vorteil und ein Nachteil. Also erstmal, er hat vier. Wir haben am Anfang bei der Charaktererstellung gesehen, 38, ich zeig's euch gerade nochmal, hier. Man kann auch wenig, ah ne, das ist jetzt Grundfähigkeit Magier. Das ist jetzt das, ne? Wir haben halt jetzt einen Elf, der ist ein zauberkundiger Kämpfer. Der ist eine Mischung aus Zauberer und Krieger so ein bisschen, ne? Und wir sehen hier zum Beispiel, der Krieger, der kann maximal 3 erreichen, der Magier kann 7 erreichen, das weiß ich noch aus dem Kopf, und der Elf hat mindestens immer von Anfang an 4 Stück, die sind aber festgelegt. Wenn er jetzt aber eine 5 würfelt, also hier steht jetzt drin, womit er die Fähigkeiten erwürfeln kann natürlich, er kann aber auch 5 würfeln, das heißt, er kann sich dann auch noch eine extra aussuchen. Aber die 4 sind einfach festgelegt. Und das ist halt dann halt sowas wie Schleichen und so ein Kram. Also es ist also sehr wildnislastig. Die sind halt schon festgelegt. Ja. Aber, oder hier der Priester zum Beispiel, der hat ein Halbling. Ach genau, wenn man zum Beispiel einen Halblingspriester spielt, dann hat er schon von Anfang an natürlich, oder muss er wählen, Tarnen und Schleichen für den Halbling. Und als Priester muss er noch lesen und schreiben lernen. Das heißt, drei Fertigkeiten sind schon direkt weg. Wenn ihr dann nur eine 3 würfelt, dann seid ihr fertig. Wenn ihr eine 2 würfelt, habt ihr Glück gehabt, da habt ihr noch eins gewonnen. Weil niedriger als 3 geht nicht. Also ihr könnt dann nur noch gewinnen. Ja? Aber der Elf ist dann natürlich, oder der Halbling ist dann schon in eine gewisse Richtung vorgeprägt. Das ist ein bisschen schade, ne? Aber es funktioniert. Das ist schon in Ordnung. Kann man machen. Heute vielleicht nicht mehr so gut, aber würde ich auf jeden Fall durchwinken. So, jetzt haben wir hier verschiedene Ausdauerpunkte, die anders sind. Zum Beispiel ein Dunkelzwerg als Krieger, als Nichtkrieger, für die verschiedenen Grade. Gnome. Es ist schon ein großer Unterschied. Ist schon ein großer Unterschied. Zum Beispiel ein Gnom oder ein Kobold auf Grad 10 bekommt als Krieger 10 W6 minus 10. Also er kann maximal 50 AP kriegen. So. Ein Dunkelzwerg, also, ach so, nur ganz wichtig ist, das addiert sich nicht. Ich sage das jetzt einfach nur so, weil ich es kenne von Midgard 4 noch. Ich habe es jetzt nicht nachgelesen, wenn es falsch ist, bitte korrigieren, aber ich bin der Meinung, es korrigiert sich nicht. Das heißt, das addiert sich nicht. Das heißt nicht, also hier zum Beispiel, auch bei Menschen ist es so. Wenn ich Grad 1 bin, würfle ich 1W6 minus 1 und das sind meine Ausdauerpunkte. Als Krieger, Gnom, das ist sehr wenig natürlich. Wenn ich Grad 2 bin, kommt nicht 2W6 minus 2 dazu, sondern ich würfle 2W6.
ziehe 2 ab und das ist dann meine Gesamtzahl. Das heißt, ich kann theoretisch auch unter dem Grad kommen, den ich schon habe. Das kann passieren. Ja? Also ich kann auch theoretisch sinken. Ja? Und ein Gnom, wie gesagt, hier auf Grad 10, der hat jetzt 10 W6 minus 10 würfel ich an Ausdauerpunkte. Und ein Dunkelzwerg, der 10 W6 plus 10. Also das ist schon von ausdauertechnischer Seite ein Riesenthema. Und als Gnom muss man sich ja dann überlegen, ob es überhaupt Sinn macht, einen Krieger zu spielen. Ganz einfach. So, Riesenechsen, also hier nochmal Sonderkampfregeln, ne, wie man gegen den Drachen kämpft. Das ist ja heute auch drin, also im Rahmen der Monsterbekämpfung, ne, was alles Kontrollbereich ist, was der Kontrollbereich vom Schwanz ist, was die Seiten sind, wo von hinten der Angriff ist und so weiter. Einfach nur mal, um das zu klären. Tiermenschen, Ungeziefer, Untote. So, Sonderregeln. Das sind aber auch alle Wesen jetzt schon abgehandelt. Da könnte man als Spielleiter jetzt schon ganz viel mitarbeiten. Aber jetzt gibt es noch Kreaturen von A bis Z. Und das ist nicht wenig. Ich find das in Ordnung. Also mir reicht das. Damit kann man viel machen. Ein Aal, elektrisch, also auch Wassertiere, ne? Adler, Affe, Riesenameisen, Aracht. Ne, die gibt es schon von Anfang an, diese sonderbare Rasse. Bären oder Großaffen. Ne, die werden zusammengenommen, weil die gleichen Sonderregeln haben. Basilisk, Chimären. Hier sind Dämonen verschiedene, niedere, höhere und so weiter. Drachen verschiedene, jung, alt und so weiter. Draug, also auch natürlich Untote. Dunkelzwerge. Die Drauk sind Geisterwesen in dem Fall. Eva, Elementare, Feuer, Erde, Wasser, Luft, was auch immer. Elfen, und hier sind die Elfen, und hier steht jetzt drin, was sie bekommen. Automatisch beherrschte Fertigkeiten mit Mindestbonus. Wahrnehmung, Spuren lesen, schleichen, tarnen. Das ist das, was die von Anfang an bekommen. Und das ist dann, darauf ist man dann schon ein bisschen festgelegt, ne? Also, ist natürlich klar. Dann gibt es hier Frösche, Geister, Gnome, Golems. Also Gnome brauchen wir dann eher auch wenn man sie spielen möchte, aber auch einfach so. Aber theoretisch könnte man dann auch Kobolde und Orks spielen, ne, weil die alle geregelt sind. Finde ich eigentlich schön. Kentaur, Hund. Kraken. Es ist halt so, ja, heutzutage ist es nicht mehr so, einem Ork zu spielen, weil die Orks halt in eine gewisse Richtung sind, rein technisch gesehen. Also die werden halt kulturell in eine gewisse Richtung gedrängt, dass sie halt sehr, sehr feindselig sind und so und halt nicht gut funktionieren in der Gruppe. Ja. Nachtmare, Nymphen. Also hier ist ein Haufen Zeug dabei. Müssen wir jetzt nicht alles durchgehen. Schlachtross, natürlich auch Insekten jetzt. Spuk, Troll. Und wir können ja die Liste gleich nochmal Wiedergänger hier drüben nochmal sehen. Das ist schon ein Haufen Zeug. Der Zwergdrache wird hier unter Z geführt. Hätte man auch unter D führen können bei den Drachen dabei. Ist aber wahrscheinlich was, es heißt nur Zwergdrache, ist aber wirklich kein Drache. Und hier haben wir jetzt hier diese schöne Liste nach Stärke. Sowas haben wir ja auch jetzt als System bei Midgard 5 im Bestiarium, gibt es das auch, dass man das besser einschätzen kann. Und es gibt eine Grundregel, wie man diese Stärke errechnen kann, auch wenn es nicht vorgefertigt ist, soweit ich weiß, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also das heißt, es wird einem gesagt, wonach sich das richtet und danach kann man das dann machen. Danach kann man das dann auch selbst ein bisschen einschätzen. Es gibt hier Datenblätter für Midgard. Ach so, nur nochmal, um das zu sagen. Das hier, diese Liste der Kreaturen und die Stärke. Das ist eine Riesenhilfe für Spielleiter. Eine Riesenhilfe. Ja? Man muss es nicht so im Detail nutzen, aber früher war es so, bevor es diese Liste gab, man musste es ausprobieren. Man musste in Kämpfen vielleicht merken, oh, ich bin zu stark, ich bin zu schwach, musste noch Gegner nachschieben, musste noch Gegner
irgendwie blöd hinfallen lassen. Ich falle in mein Messer. Das hat dazu geführt, dass man dann halt natürlich auch handwedelt. Ne? Ist ja klar. Und das wurde halt hiermit jetzt dem Spieler hat eine gewisse Sicherheit gegeben. So kann ich das besser einschätzen und muss nicht improvisieren so stark. Das will man ja auch nicht so gerne. Ich denke, Midgard hat so die Herangehensweise, dass man viele Sachen schon vorplant, vorbereitet und gar nicht so stark improvisiert. Also, kann ich mir gut vorstellen. Anhand von Erfahrungen mit Spielern, Spielleitern, die ich so kennengelernt habe, Improvisation ist da nicht so das Ding, Vorbereitung schon eher. Das kann man auch ein bisschen aufbrechen, glaube ich, heutzutage. Also es ändert sich natürlich auch, aber ich habe so das Gefühl, dass man da sehr, sehr stark, dass die Vorbereitung da ein anderes Thema oder einen anderen Stellenwert noch hat bei Midgard als vielleicht bei anderen Systemen, wo man sagt, ja, ganz wenig Vorbereitung, ganz viel entscheidet sich im Spiel oder so. Jetzt haben wir hier einen Anhang, wie man die Datenblätter ausfüllt. Gibt es noch eine witzige Sache, das ist, nee, kommt jetzt später beim Abenteuerblatt. Also es gibt hier das Persönlichkeitsblatt, das heißt jetzt heute Figurenblatt, glaube ich, und dann das Abenteuerblatt. Also erstmal, interessant, hier ist jetzt so ein Probecharakter eingefügt, ein Priester. Achso, nee, machen wir erstmal hier. Um das zu zeigen, einfach nur. Hier sieht man, dass es halt dann noch nicht so richtig die Spielwelt gab, beziehungsweise auf eine andere Spielwelt kuriert wird. Nee, nicht kuriert, abgezielt wird. Es gibt die Herkunft, das Nordland. Das gibt es natürlich nicht mehr auf Midgard. Ich glaube, das gab es noch nicht auf dem Magiera, ich bin mir nicht sicher. Kult ist Thor. Keine Ahnung. Ja, und da gibt es jetzt hier halt diese ganzen Sachen, Fertigkeiten. Ihr seht schon, wie wenig Plätze hier für Fertigkeiten sind. Das soll sich auch mit der Zeit auch ändern. Also viel mehr Plätze für Fertigkeiten. Sprachen ist altnordisch. Das gibt's so nicht. Berufe in Berufeslot. Und ansonsten hat hier alles diese ganzen Schadensboni, die durch die Basiseigenschaft generiert werden. Das haben wir ja in den ersten Videos irgendwo gesehen, dass sie jede Basiseigenschaften noch verschiedene Boni generiert, die dann in einem Gesamtwert mündet und der wird dann hier eingetragen. Also hier haben wir dann die Gesamtwerte und deswegen ist es wahrscheinlich heute auch immer noch so bei Midgard, dass wir ein Blatt haben für alle Werte ohne Boni und ein Blatt für alle Werte mit Boni und früher war das aber noch viel wichtiger, weil aus vielen verschiedenen Ecken Boni kamen. Also nicht nur ein Bonus, sondern es gab verschiedene Ecken, wo das herkam und die haben sich dann alle zu einem auf dem Blatt dann verbunden. Aber die Idee war schon da zu sagen, wir haben ein Blatt zum Spielen und ein Blatt zum Steigern. Und das ist ja auch komfortabel, nur ein Blatt zu haben. Na, wenn man DSA kennt, ist es ja so, da hat man ja drei, vier DIN-A4 Seiten, keine Ahnung, ganz viel Großplatz zur Ausgestaltung, was man natürlich auch braucht. Das ist bei DSA einfach so. Ist bei Midgard nicht so. Jetzt hier das Witzige. Hier unten sind Kästchen für Erfahrungspunkte. Und hier soll ich jetzt eintragen. 45 KEP gegen Krieger. Also 45 Kampferfahrungspunkte gegen Krieger. 10 allgemeine Erfahrungspunkte von Oger. 120 KEP gegen Bär. Einmal Spuren lesen. Also hier soll ich genau eintragen, weil was für Erfahrungspunkte ich wo bekommen habe. Und auch hier soll man eintragen Lebenspunkte. Die sinken die Lebenspunkte, dann steigen sie wieder und so weiter. Und hier soll ich dann eintragen, durch welchen Effekt, weil man darf ja nur einmal am Tag zum Beispiel die und den Zauber benutzen. Das heißt, man soll sich hier schon eintragen, dass ich das schon gemacht habe. Also, das ist echt witzig. Ah, wunderbar. Das ist auch alles, das wird natürlich heute auch alles nicht mehr so gemacht. Aber es ist schon witzig. Es ist witzig. Aber hier, genau wie man das einträgt,
nichts Besonderes. Und jetzt noch das Zauberblatt. Und hier hinten sind diese Blätter dann auch drin. Natürlich in den A5. Jo, da wurde schon die Frage laut, mach ich erst noch fertig. Und hier noch zum Schluss Anhänge von Abkürzungen. Und ihr seht, es sind gar nicht so viele und die meisten sind so selbsterklärend, dass man das gar nicht braucht. Manche muss ich nachschlagen. Aber ja, wir beenden hier mit einem wunderschönen Bild einer Burg. Zu den Charakterblättern, da habe ich schon die Frage bekommen auf Facebook, ob ich wüsste, wo man die runterladen kann. Denn digital stehen die nicht zur Verfügung. Ich kann euch nur sagen, schreibt eine E-Mail an Branwens Bazar. Ich gehe davon aus, dass sie die dann auch reinstellen, relativ zeitnah. Weil das bräuchte man schon. Also hier diese, man kann das, ich finde das immer gut. Also für mich ist es wichtig, dass die drin sind in einem Buch, aber rauskopieren, nee. Vor allem nicht so klein, das würde ich dann schon auf eine DIN A4-Seite machen. Das braucht man nicht. Also man kann ja auch, ja, also zur Not. Ach, jetzt habe ich den Faden verloren. Okay. Aber wie gesagt, da müsste man nochmal nachhören, dass die auf jeden Fall kommen in großer Form. Das wird das Einfachste sein. Ansonsten, wenn sie nicht kommen würden, was ich nicht glaube, baut es halt jemand nach. Das sind ja einfach nur Excel-Tabellen. Das kriegt man auch nachgebaut. Also das wird auf jeden Fall da wird es eine Lösung für geben. Natürlich für die Leute, die das jetzt schon direkt spielen wollen, gibt ja auch einen im Forum, Grüße gehen raus, der hat ja auch meine Videos gesehen, der hat dann ein kleines Problem, weil er die Charakterblätter halt jetzt noch nicht hat. Hoffen wir mal, dass das doch zeitnah gelöst wird und bald rauskommt. Okay, mein Abschluss. Also ich denke, man hat schon gemerkt. Ich habe mich versucht, ein bisschen in die Zeit zu versetzen, als das rausgekommen ist. Ich kenne natürlich mittlerweile auch das ein oder andere Oldschool-Regelwerk, das ja natürlich sehr, sehr stark an den Dungeons and Dragons-Regeln hängt. Oder auch natürlich die erste Regelversion von DSA. Also man kann jetzt DSA 1, sagen wir mal DSA 1 mit den Erweiterungsregeln, die es dann noch gab, so. Ist halt im Gegensatz zu dem, was Midgard damals schon hatte, und das halt auch früher, ein Riesending. Man muss auch sehen, bei DSA, die hatten 6 Wochen Zeit für 3 Abenteuer und ein Regelsystem. Da kann nichts bei rauskommen. Es ist halt einfach so. Ja, da kann, also, es wurde was abgeliefert. Natürlich konnte man nicht lange Zeit drüber nachdenken, man konnte es nicht groß spieltesten. Man konnte nicht vorausschauend überlegen, wo will ich hin mit meinem System, wie kann man das dann noch erweitern und so weiter. Also es wurde alles mit heißer Nadel gestrickt. Das hier war zu dem Zeitpunkt 1981 schon 3 Jahre in der Testung, 3 Jahre im Spiel. Natürlich auch nicht so professionell, wie man es heute vielleicht machen würde. Vielleicht sogar noch professioneller, weiß ich nicht, ob das damals noch genauer genommen wurde. Ob es heute vielleicht wird auch heute bei diesen Rollenspielen, die von Verlagen rauskommen, gar nicht so viel getestet, weil die Zeit einfach nicht dafür da ist, weil es halt Geld kostet. Zeit ist Geld, ne? Wer weiß, ne? Kann ich heute nicht einschätzen. Aber damals wurde halt 3 Jahre da investiert. Und war ja auch nicht als kommerzielles Produkt gedacht. Und trotzdem ist es so ein rundes Rollenspielsystem. Von Anfang an alle Möglichkeiten abgedeckt, die, wie es auch Jürgen Franke hier schreibt, angloamerikanische Systeme gar nicht abdecken können oder wollen. Oder die halt einfach in der Gesamtheit, ein paar Regeln sind da, ein paar Regeln sind da. Und das hat Midgard von Anfang an anders gemacht. Und das ist auch der Grund für den Erfolg. Es ist halt einfach ein komplettes, rundes Rollenspielsystem von A bis Z. Es ist alles drin in diesem Buch, was ich brauche. Manche Sachen haben sich noch vereinfacht. Gerade der Reiterkampf oder das Schießen.
Dieses genaue Schießen mit dem, wie es heute geregelt wird, ich finde es ist ein wenig, es ist natürlich erstmal abschreckend, aber es macht wirklich Spaß, das zu benutzen. Ich habe es leider jetzt auch viel zu wenig benutzt. Ich sollte auch mal wieder rangehen, das mehr in den Fokus zu rücken. Aber es bringt halt wirklich was, das heutige Schießsystem. Ich mag es sehr gerne. Also bei Midgard 5. Es ist natürlich kompliziert, ja, man muss sich ein bisschen reindenken, aber ich finde, es muss nicht immer alles so einfach sein. Es muss nicht immer alles so. Es kann auch mal ein bisschen was für die Rübe sein, dass man sich mal ein bisschen anstrengt und mal ein bisschen, dass man mal ein bisschen was reinsteckt. Es muss ja nicht immer alles, naja, nicht immer alles nur ein Wurf und fertig sein, ne? Also, finde ich auch schön. Also, es hat sich noch ein bisschen was verändert zu heute. Aber im Grunde ist das hier ein ganz, ganz tolles Fundament, eine ganz, ganz tolle Basis, die einfach von Anfang an, und das ist für mich das Herausragende hier, von Anfang an schon 60% komplett bis heute so gelegt, den Grundstein gelegt hat. Stabil, funktioniert. Klar, schlüssig, durchgerechnet und solide einfach. Es funktioniert von vorne bis hinten. Gleich die Tabletop-Regeln, die auch wunderbar funktionieren, gleich mit drin, bis heute. Und so ist es halt, dass ihr, wenn ihr Midgard spielt, ihr habt nicht nur ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, sondern ihr habt auch ein gut funktionierendes Tabletop-Kampfsystem. Auch wenn es vielleicht noch mehr gehen könnte und so. Das muss es ja auch gar nicht. Und das ist das, was bei Midgard mich so fasziniert. Ihr habt quasi zwei Spiele, die aber nicht parallel voneinander laufen, sondern die auch mit den Fertigkeiten und so weiter ineinander gehen. Und deswegen ist Midgard mein System. Und deswegen, ich bin echt begeistert. Das Buch hat mal wieder ganz, ganz viel neuen Input gegeben. Für viele Dinge, die ich so instinktiv wusste, habe ich jetzt den Beleg oder so eine Begründung, warum es so ist und wo es herkommt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das muss man erstmal hinkriegen, dass man vor 40 Jahren was schreibt, was heute zu 60, 70% 1 zu 1 noch so funktioniert und perfekt funktioniert. Und der Rest, die 30%, die kein Mensch braucht, wurden umgeändert. Sind eleganter geregelt worden und sind besser gelöst worden. Und für meine Meinung nach ist da die Krone von allem irgendwie Midgard 4, obwohl Midgard 5 auch dicht danach kommt. Und jemand, der neu einsteigen möchte bei Midgard, ist mit Midgard 5 natürlich sehr gut, sehr, sehr gut bedient. Und es ist auch wirklich nur meine persönliche Meinung, dass Midgard 4 noch einen Tacken schärfer ist, obwohl die Details halt wirklich nur marginal sind. Es sind nur kleinste Details, die für mich, oder nein, nicht nur kleine Details. Es gibt so eine Sache, die ich bei Midgard 4 halt besser finde. Aber ja. Was bleibt? Moralwert werde ich nochmal stärker auf jeden Fall mit einbeziehen. Das mit den Berufen werde ich vielleicht bei Midgard 5 noch mit reinbringen, ein bisschen stärker. Und vielleicht noch ein bisschen Zauberwerk, was ich so hier nochmal gesehen habe. Bücher, Stäbe nochmal ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Ja, also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Für mich war es ein ganz großes Ding hier. Weiß ich nicht. Also für mich ist das was ganz Besonderes. Weiß ich nicht. Ist für mich, es ist kein schönes Buch innen drin. Ne? Also es ist nur Text, es sind ein paar Bilder, jo, Texttabellen. Und trotzdem steckt da für mich so viel drin, was in meinem Kopf abgeht. Ja, also weiß ich nicht. Ich kann es ganz schwer erklären. Man, von außen ist es der Wahnsinn. Ich liebe das einfach. Das ist einfach für dieses Buch hier, für das erste deutsche Rollenspiel, für das erste richtige deutsche Rollenspiel, ist das hier saugeil, elegant. Klassisch,
und nicht aufdringlich, man bodenständig, obwohl es mit Gold ist, aber weiß ich nicht. Okay, ich komme ins Schwärmen, also ich kann das Buch nur empfehlen, auch zum aktiven Benutzen. Nicht nur in die Sammlung für 20 Euro, das ist ein Witz, der Preis, nicht nur in die Sammlung, sondern auch aktiv zum Benutzen. Es ist, ihr könnt es aktiv benutzen. Und ich glaube nicht, dass es sich heute verstecken müsste vor anderen Rollenspielen, die heute rauskommen, die einfach produziert werden auf Optik oder auf schlampig produziert werden, keine Ahnung, ja, wo irgendwo in Weißrussland gedruckt wird, was auch immer. Das ist übrigens in Zwickau gedruckt, in Deutschland. Ja. Kann man stolz drauf sein. Muss ich sagen. Darauf, auf dieses System, wenn ich das geschrieben hätte, dann wäre ich stolz. Ich denke, das ist auch der Grund, warum die Frankes so lang auch die Hand drüber gehalten haben, in 40 Jahren immer ihren Weg gegangen sind, immer nicht abgewichen sind, viele Moden vielleicht auch nicht mitgenommen haben, bewusst, vielleicht auch unbewusst, einfach weil sie genau wussten, was sie da haben. Midgard, erste Edition von mir für euch, absolute Kaufempfehlung. Macht's gut, Leute.